Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Mario Kart 8 200 CCM. Ja, im letzten Part haben wir den Tanuki-Platt eigentlich ganz gut bestanden. Und in diesem Part geht es weiter. Jo, und nämlich mit dem Blitzcup. Genau, Blitzcup und dann kommen noch, ja, noch 5 Parts. Wow, also, ja. Dieses Play entstand gerade aus 12 Parts. Ging eigentlich rucki zucki alles, weil es eigentlich alles schnell ging und so. Und ja, dann starten wir jetzt mit dem Blitzcup. Ja, rucki zucki geht's auch heute im Blitzcup und nämlich gleich jetzt schon mal im Tic-Tac-Trauma. Oh, da werde ich auch oft runterfallen, das sehe ich jetzt schon, ne? Ja, bestimmt. Oh Gott, na gut, dann schauen wir mal, wie wir das alles schaffen werden hier. Schon mal kein Item, das hat ja schon mal gut angefangen. Ja, jetzt kommt jetzt hier die Frage, soll man hier viel driften? Also, ich glaube eher, viel driften ist hier nicht sehr gesehen. Und ja, wie einfach jeder runterfällt, ne? Habt ihr davon, wenn ihr einfach nur vor mir wollt? Schämt euch! Seht ihr, so werdet ihr auch bestraft. Ich bekomme hier kein Item, das gibt's doch nicht. Was heißt es denn, dass ich da kein Item bekomme, weil ich hier Pech hab? Bestimmt, ne? Ja. Schon wieder kein Item. Ah, schaffen wir auch ohne Item, ne? Wir sind ja gut und mächtig und so. Können am besten fahren. Ja, wer glaubt, wir zählen nicht. So, danke für die Banane. Beziehungsweise danke, dass ich jetzt mal endlich ein Item haben darf. Und ja, für die Banane vielen, vielen Dank. So. Oh Gott. Ich behalte jetzt die Banane. Ich habe keine Lust, jetzt in der letzten Runde wieder getroffen zu werden. Außer es kommt ein Stachelpanzer, was auch sehr guter Fall sein kann. Aber wie es aussieht, kommt noch nichts Schlimmes. Ich hoffe, das bleibt auch so. Und ich bin noch nicht runtergefallen. Und wenn ich jetzt Erster werde, das wäre voll geil. Und Alf. Yeah! Ich würde noch sagen, das wäre voll süß von euch. Aber dann bin ich doch Erster geworden. Yes! Vielen, vielen Dank, Tanuki Mario Donkey Kong. Yay! Yeah. Und Metal Mario sogar Vierter geworden. Der ist ja auch jetzt anfangs runtergefallen. Na gut, schauen wir mal, wie die nächste Strecke wird im 200er CCM-Modus. Und sie wird geil in der Röhrenraserei. Die bin ich auch schon mal im 200er gefahren. Und ja, ihr könnt euch vorstellen, dass ich da sehr abgekackt bin, denn hier gibt es auch zahlreiche Kurven. Ja. Die scheiße sein werden. Darf ich mal ein Item haben? Vielen Dank. So, und ja. Sie ist auch sehr schnell. Vor allem hier. Ja. Ja, da bin ich ja super abgekürzt und so, ne? War ja alles voll geil und so, ne? Hab ich super gemacht und schon, ne? Weil ich sollte damit aufhören. Ja, ui, da darf man... Nein! Wie scheiße! Oh Gott. Hier, das war aber jetzt richtig scheiße. Boah, jetzt hat Mario voll einen in die Fressen bekommen. Mit der Bombe. Oh Gott, ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Ist alles so schnell. Ultra schnell. Schneller als die Polizei erlaubt oder wie der Film oder so heißt auch immer. Oh Gott, ich fliege. Sogar die Strecken sind dann verpackt, weil ich fliege. Habt ihr sehr toll gemacht, Nintendo. Super. Bravissimo. So, jetzt fliege ich aber drüber, okay? Danke. Da kann ich einfach über die ganze Wiese einfach rüberfahren. So geil. Jetzt versuche ich eventuell gleich mal
über den ganzen Zaun und so zu gleiten. Ich weiß, nach einiger Zeit geht der Gleiter dann weg, das ist mir bewusst. Aber ein Versuch ist es wert, ne? Ja, genau. Aber er hat mich ein bisschen abgebremst, das ist gut. Ich habe sogar Pilze, die könnte ich mir sogar aufbewahren. Na gut, jetzt ist es nicht mehr wert, sie aufzubewahren, weil die jetzt sowieso schon weg sind. So, ein bisschen München brauche ich, ein bisschen München. So, und jetzt, komm. Ach nee, das geht nicht. Und dann fahre ich noch gegen... Nein, 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 vierter, vierter. Ich hätte die noch auffressen können mit der Piranha-Pflanze, aber ich war zu dumm und fahre gegen den scheiß Pfosten dort. Eieieiei. Komm, nächste Strecke muss besser werden. Und weiter geht's in den Vulkangrollen. Bestimmt habt ihr auch schon das Vergleichsvideo angeschaut von Nintendo, wo man sieht, wo man einfach über die halbe Strecke halt fliegen kann. Also, ey, die Strecke ist auch einfach nur genial. Mit genial meine ich einfach nur schwer. Ne? Nur, dass ihr Bescheid wisst. Komm denn. Yes! Super abgeknallt. Der Tanuki Mario, da musstest du wohl früher deinen grünen Panzer einsetzen, ne? Also, nur zur Info und so. So, dann fliege mal. Fliege me, fliege me, fliege me. Fliege me, fliege me. Fliege me? Pet, was sagst du da für ein Schmarrns auf? Fliege me, fliege mehl. Fliege mehl. Genau, fliege mehl habe ich ja gesagt. Statt fliege mal, fliege mehl. Oh Gott, nein. Verschwinde. Nimm das. Tja. Ich sag nur, du hattest eine Banane, ne? Die kann man ganz leicht einsetzen. Oh nein. 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 Aber dass ich das zurückbekomme, war auch klar. Komm, übers Lava. Über die Lava, genau. Ungefähr so. So, und jetzt geht da lang, genau. Und jetzt nimm hier die Flugpassage. Danke. Ungefähr so, ja. Ja, also wie gesagt, wer hier überall 3 Sterne schafft, scheiße. Aber ich bin trotzdem noch... Ah, oh, Donkey Kong, du scheiß Affe, du. Affe, Aslak. was wollte ich sagen? Genau. Wer hier überall 3 Sterne schafft im 200cc-Modus, also in jedem Cup, der solle mir dann auf Twitter ein Bild posten, wo er mir halt einfach die ganzen Sterne zeigt, die er geschafft hat. Und ja, vielleicht mache ich daraus ein Gewinnspiel oder sowas. Und die ersten, der erste bekommt dann halt vielleicht einen Preis oder so. Schauen wir mal. Ich werde das dann... Nein, nicht Dritter, oder? Donkey Kong, ich hasse dich so dumm mit deinem scheiß fetten Händen dort. Ach. Ja, vielleicht werde ich dann auch was verlosen. Schauen wir mal. Natürlich müsst ihr nicht überall 3 Sterne haben und so. Aber es muss mindestens 1 Stern bei jedem Cup sein im 200er Modus. Das postet ihr dann halt einfach auf, Hashtag, MK8LNintendoP und dann noch mit @LNintendoP, damit ich das da auch gleich bei meinen Mitteilungen sehe. Und dann wird es halt dann random verlost. Dann bekommt ihr halt einen Preis, einen geheimen Preis, das ich noch nicht sage. Aber ich werde dies alles nochmal im letzten Part dann sagen. Und ja, das werde ich dann eine Woche laufen lassen und so. Ihr könnt aber jetzt schon anfangen mit, ich blende es auch im Video jetzt schnell ein, Hashtag, Giveaway, oder was habe ich gesagt? Nee, MK8, LNintendoP. Machen wir einen anderen Hashtag. Machen wir Hashtag 200 LNintendoP, genau, 200 LNintendoP. Ist besser. Also 200L Nintendo P. Einfach ein Bild posten, wo ihr einfach zeigt... Oh ne, jetzt habe ich mich selber getroffen. Euer Ernst. Wo ihr einfach zeigt, dass ihr schon die Cups mit mindestens 1 Stern abgeschlossen habt.
Und dann könnt ihr halt einen Preis absahnen. So, ne? Aber werde ich alles nochmal. Ey, das gibt's doch nicht. Kann ich mal gewinnen. Fünfter werde ich hier, ja toll. Ja, das werde ich aber dann noch im letzten Part von dem 200 CCM Let's Play dann noch sagen. Bin ich noch Zweiter? Nein, Dritter leider. Ach, schade. Mist, aber das war eine Scheiße hier. Was will ich zugeben? Ja, also 200 L Nintendo P. Und dann auch noch mit L Nintendo P, damit ich dann gleich auch auf meinen Dingen sehen kann. Bei meinen Mitteilungen. Und ja, dann könnt ihr ein geiles MK8 Preis gewinnen. Reden wir dann nochmal mit Nintendo, ob sie dann mir was zuschicken können. Und ja, das war's mit diesem Part. Im nächsten Part gibt es dann schon den ersten DLC Cup, nämlich den vom ersten DLC. Und ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und ja, ciao, Leute.